Hey Freunde, willkommen zurück zu TGN German mit mir, Holy LP. Heute geht's um die nächsten Custom Story von Amnesia. Was? Ich bin nicht Holy? Ich hab ein Gesicht. Und ich spiele Amnesia. Ich bin Holy. Ich bin mir sicher. Was? Ich bin auch nicht bei TGN? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich bin bei TGN irgendwo ganz tief. Irgendwo. Irgendwo. Ich bin zwar nicht auf TGN, aber irgendwo ist jeder von uns ein Stück bei TGN, oder nicht? Was? Nein. Okay. Dann spielen wir jetzt erstmal die nächste Custom Story. Sie heißt House of Creep 4. Naja, noch 1, 2, 3 und 4. Nach 1, 2 und 3 kommt 4. Sadie's Mansion. My name is Sadie and I suddenly found the house called House of Creep. Something bad is happening. The bottle is at war? I'll check it out, babe. Nein. Denkt nichts Falsches. Ja, Laden wird rausgeschnitten. Warum? Weil Weil er die FPS-Zahl immer beim Laden, sag ich mal, so stehen bleibt, weitergeht. Und dementsprechend rendert er das auch so scheiße. Und ich bin da. Ich gehe wieder weg. Was? Ich habe keine Lampe. Ich bin hier irgendwo in einem dreckigen Haus. Hallo, ich bin's. Euer Karl Theodor zu Gutenberg. Ich mach heute kein Comeback. Und ich trete aus dem Dschungelcamp zurück. Warum ist denn das hier so dunkel? Ich frage mich, wann ich die Taschenlampe finde. Ah, hier, einen Schlüssel habe ich schon mal. Sofort kriege ich elektronische Schwingungen durch meinen ganzen Körper. Ja, richtig, elektronische Schwingungen. Warum nicht? Spider-Man. Spider-Man tut das, was Spider-Man tut. Da sind komische Menschen, die einen angucken. Hab bitte. Lampe. Es fehlt uns nur noch Öl. Hauptsache, wir kriegen Zunderbüchsen. Eine schöne Büchse. Und Lars Vernunfttrank, der ist sicher voll vernünftig. Und aufgenommen Öl. Natürlich muss ich erstmal Öl nachfüllen. Jetzt wird erstmal voll gestört nebenbei. Steh auf! New Record! Nein! Ach, ja, ich wollte die Aufnahme nicht unterbrechen wegen sowas. Tut mir sehr leid. Ach. Hey, ganz ruhig. Wo geht's denn da lang? Nirgendwo hin. Da ist zu. Ich glaube, man sieht mich noch, ne? Sieht man mich noch? Bin ich noch schön? Nein. Was? Ich bin nicht schön? Das wäre jetzt nicht nett von euch. Ja. Große Menge Öl. Machen wir mal hier auf. Geht nicht. Geh auf. Geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Ey. Heute bei, wie öffne ich eine Tür in 5 Sekunden? Ich hätte es doch fast. Ey, komm schon. Bin ich jetzt doof? So. Ja, geht doch. Nur ein paar Törperteile und einen Kopf, den wir aufnehmen können. Das war Agrippas Kopf. Sein kleines Köpfchen. Ich habe aber einen Schlüssel.
Mit dem können wir da nicht rein. Nein. Ja, mal schade. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Hier auch? Kann ich das mit dem Schlüssel kaputt machen? Mit dem Kopf, oder? Nein, nicht kaputt machen. Habe ich hier was übersehen? Jetzt, wo ich Licht habe, kann ich ja besser hier gucken. Nein, nein. Ein nackter, böser Mann. Kann ich jetzt da... Ich verstehe es nicht. Ja, was übersehe ich? Dann bin ich hier lang, da lang, hier hin. Hier ist leider die Tür zu. Ich habe einen Schlüssel, den ich aber hier nicht benutzen kann. Betten. Hammer. Aufgenommen, Hammer. Das ist doch Hammer, Leute. Ist das nicht Hammer? Kann ich jetzt hier rein? Nö. Dann lassen wir den Raum jetzt auch. Der geht mir jetzt auf den Piss. Der hat jetzt bei mir verkackt, der Raum. Wir machen das hier kaputt. Nein. Böse. Böse. Ach. Geh auf. Geht doch. Hey, das sind Arme. Sie gucken. Was kann ich hier... Oh Gott. Wir haben es ausgelöst, Leute. Die Apokalypse. Die haben die Dämonen heraufbeschworen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Hier sind jetzt auch Arme. Aber die Tür ist offen. Das ist doch das Wichtigste. I benötigen ein K. Ich habe aber ein K. Jetzt geht's auf einmal. Laden, 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 wird wieder rausgeschnitten. Bisher ist mir noch nichts Nacktes um die Ohren geflogen, keine Monster, nichts mehr in einem Schrank. Bisher läuft es super. Das finde ich wunderprächtig. Oh Gott. Sofort kommt mir was mit seinem Ding in die Fresse geflogen. Ey. Zu. Was haben wir hier? Ach, nur Stacheln. Oh, hab ich wieder erschrocken. Hab gar nicht gesehen, dass da Wasser ist. Was haben wir hier? Oh, ein... Kannst du dir nicht mal was anziehen? Ich glaube, das soll Nein heißen. Kein Wassermonster? Oh, da bin ich beruhigt irgendwie gerade, aber ziemlich. Hauptsache Öl. The K is nerdy. Maybe you should find some more equipment. Okay. Equipment, 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 equipment. Equipment, equipment. Ich brauche mehr Equipment. Ich brauche mehr Equipment. Equipment, equipment, equipment. Ich gehe mit deiner Laterne. Meine Laterne geht mit mir. Ach, guck mal, da guckt einer. Ich will hier raus. Nein, du musst verhungern. Rotes Feuer. Was ist das? Rotes Feuer. Und was macht es? Es leuchtet rot. Na, hier haben wir den Schlüssel, ja. Ich war ein Monster. Wir gehen mit unserem Stuhl. Wahrscheinlich ist das Thorsten. Er hat uns wiedergefunden. Ich dachte, ich habe ihn endlich los. Wir gehen ihn mit unserem Stuhl besuchen. Wir werden ihn verprügeln mit dem Stuhl. Wenn ich ihn sehe. Wo ist denn der? Thorsten. Da vorne steht der. Was ist los? Was ist los, Thorsten? Was ist los? Behinderter! Oh, oh.
Nur eine Illusion. Thorsten war nur eine Illusion. Also ich bilde mir Thorsten in letzter Zeit ziemlich... Ich erschrecke mich erstmal selber ziemlich oft ein, weil Thorsten einfach... Der hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Das ist echt schlimm. Thorsten verfolgt mich. Thorsten ist überall. Wer schickt mir denn jetzt was in Skype? Ehrlich. Leute, jetzt geht ihr alle auf euer Skype und nehmt an, was auch immer ihr geschickt bekommen habt. Und jetzt wird auch noch angeschrieben. Es ist so schrecklich, Leute. Skype, ich hasse Skype. Oh, auch noch Fässer, überall Fässer. Ein nackter Mann, eine eiserne Jungfrau, eine Kiste, Öl. Geh weg. Hauptsache das Öl genommen, ne? So, gehen wir mal hier hin. Nichts passiert, du gehst nicht auf. Oh, wie langweilig. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt irgendwas rausgesprungen. Und dann ist alles verschrocken und... This door is very rusty and it's eine rostige Tür. Sehr interessant. Vernunftschrank. Was dachtet ihr denn? Ich höre Wasser. Böse Tür. Wasser. Ist was in dem Wasser? Nö. Aber wir haben ja einen Pott bekommen und das erste, was ich denke, was wir machen müssen, ist den Pott da unterstellen, was sogar richtig ist, und haben Säure. Dieses Rätsel war so leicht. Ja. Nein, dieses Rätsel konnte ich dieses Mal, ja. Wenn man Amnesia normal gespielt hat, müsste man es eigentlich sofort checken. Dann müsste ich jetzt... Dieser Gegenstand kann hier nicht verwendet werden. Okay, doch, konnte. Oh Gott, von wo? Meet Lodano. So, ich glaube, hier drinnen sind die. Hallo? Die kommen hier gar nicht zu mir. Und 1, 2, 3, los! Aua. The party go up. The party go up. Yeah, the party go up. Mini, 1, 2, 3, komm herbei, Kartoffelbrei. Scheiße! Ich war fast durch. Fast. Jetzt bin ich wieder hier. Naja, hier sind die Monster despawned, jetzt rennen wir da halt so durch. So ist leider die Action fort. Warum konnten die nicht zu mir? Da, ist das wegen diesem Wasser? Ah. Hier ist so ein Weg, da kann ich nur langlaufen. Und ja, okay, ich hab's schon verstanden. Okay. Ich hab's fast bis zum Ende geschafft. Da hinten, da ist die Tür mit dem Loch noch drin, das Monster eben reingepfeffert hat. Und draußen. Freiheit! Okay. Das war House of Crypt 4. Ich muss sagen, nicht so erschreckend wie House of Crypt 3 oder 2 oder 1. Hier sind viel weniger Schockmomente jetzt. Ich hatte auch nicht so große Angst mehr vor der Map, weil ich weiß, obwohl, wo ich mit Schockmomenten gerechnet habe, kam keine. Das fand ich schon cool, wie bei der Eisernen Jungfrau. Naja, sonst war hier nichts Großartiges. Wir sehen uns dann im nächsten Custom Story wieder oder bei Nightmare House, was ich jetzt immer noch momentan mache. Was ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Nightmare House. Oh ja. Endlich wieder Amnesia, ne? Wollten doch viele. Hallo? Da dem ja House of Crypt 4, wieso nicht? Ja, tschüss!